Hallo ihr Lieben, hier ist Olala und Solala und für alle Freunde von Heilerde, ob für innerliche oder äußerliche Anwendung, habe ich heute ein paar ziemliche Neuigkeiten für euch. Die Geophagie, das Essen von Erde, das Zu sich nehmen von Erde, hat eine ganz lange, jahrtausendalte Tradition. In Afrika machen das die Frauen ganz oft, auch gerade in der Schwangerschaft, weil sie dadurch die Schwangerschaftsübelkeit besser in den Griff bekommen. Und wir machen das ja aus verschiedenen Gründen, um zu detoxen, bei Sodbrennen oder Magenbeschwerden oder um den Darm zu reinigen. Nun gibt es da aber neuere Erkenntnisse und die fand ich auch ganz spannend. Auch an dem Institut, an dem ich meine Ausbildung zur Ernährungsberaterin gemacht habe, gibt es einige Umweltmediziner und die sagen, dass man bei der Heilerde, die man zu sich nimmt, und die nehmen wir ja, weil da steht ja Heilerde drauf, und dann denken wir ja auch, ach, das ist alles gut für uns und das kann auch durchaus sein. Aber es gibt verschiedene Chargen und es gibt verschiedene Herkunftsorte und verschiedene Produktionsmöglichkeiten. Und wie das nun mal so ist in diesem Kreislauf, dadurch, dass wir ja auch vielleicht ein bisschen mehr Umweltverschmutzung haben, dass sich im Laufe der letzten Jahrzehnte auch der Bestand unserer Erde und so geändert hat und unseres Wassers, ist jetzt in einigen Heilerden verschiedene Schwermetalle gefunden worden. Und dann ist es ja die Frage, wir wollen detoxen. Weshalb sollten wir uns dann Toxine zuführen? Also, wer von euch regelmäßig Heilerde einnimmt oder wer das gerne machen möchte, da nochmal bitte schaut nach, was ihr rausfinden könnt über dieses Produkt. Ich habe ja ein Produkt, eine Firma, die, finde ich, wunderbare Sachen macht. Ich habe euch auch schon mal die Zahnpasta vorgestellt. Die arbeiten mit einer sehr, sehr reinen Heilerde. Und diese Heilerde, die habe ich jetzt hier. Und das Neue an der Sache ist, weil ich jetzt, nachdem diese Umweltmediziner das oft gesagt haben und am Institut bei uns auch davor gewarnt worden ist, den Leuten, wenn sie gerne ihren Darm sanieren möchten oder Mineralstoffe zuführen möchten, jetzt einfach nur Heilerde einnehmen oder sogar Kapseln, kann es sogar in sehr vereinzelten, aber doch in einigen Fällen, von denen man jetzt weiß, auch zu Nierensteinen kommen. Was machen die also? Die haben eine ganz, ganz feine, ganz, ganz reine Heilerde. Und die sagen jetzt, dass man, wenn man diese Heilerde zu sich nimmt, also eine Kur anwendet über 21 Tage, dass man gar nicht diese Erde trinken muss. Weil letztendlich geht es darum, dass man sich Mineralstoffe, Spurenelemente und Vitamine zuführt. Und deshalb wird diese Heilerde über Nacht angesetzt. Ihr nehmt einfach 2 Löffel davon und füllt das dann mit einem guten Quellwasser auf. Und jetzt hat sich das so abgesetzt, dass jetzt in diesem Wasser hier, man nennt das kolloidales Wasser, und da sind jetzt alle Spurenelemente und Mineralien drin, die ihr eigentlich zuführen wollt, wenn ihr Heilerde zu euch nehmt. Und zwar in einem so kleinen Partikelbestandteil, dass man sagen kann, das ist kleiner als 0,001 Millimeter. Ihr habt jetzt hier aber alles drin, was ihr braucht. Und das Einzige, was ihr macht, ihr trinkt jetzt, ihr rührt das nicht nochmal um, sondern ihr trinkt jetzt dieses Wasser ab. Und ihr seht auch, dass da so ganz feine Partikelchen drin schwimmen. Und das ist das Einzige, was ihr braucht. Also ihr braucht gar nicht hier unten diese Erde mittrinken, ja? Diese Mineralien, die in einer feinen und guten Heilerde drin sind, sind ein mineralischer Katalysator, der interzellulär gegen die freien Radikale wirkt. Also der bindet die. Das heißt, es gibt einen Zellschutz von innen und auch von außen. So eine Kur wird zum Beispiel auch empfohlen, wenn Leute einen übermäßigen Histaminstand haben, weil es das Gleichgewicht des Histamins wieder fördert. So, und das, was jetzt hier unten ist, nämlich die Erde, die braucht ihr gar nicht. Ihr habt jetzt alle Mineralstoffe, die ihr eigentlich zu euch nehmen wolltet, da drin. So, das ist also so eine Kur, die wird empfohlen für 21 Tage. Und man nennt es natürlich alles bei uns, was wir jetzt so sagen, ist Detoxen. Und das ist auch deshalb so ein wichtiges Thema, weil wir eben so viele Toxine zu uns nehmen. Zum Beispiel durch Schimmelpilze, die auch oftmals durch Essen kommen, einfach durch Gifte, die wir zu uns nehmen, durch Umweltverschmutzung und all diese Sachen. Und damit könnt ihr die binden und sehr viel besser ausscheiden. Außerdem merkt man auch sofort, dass das ganz angenehm ist für die Muskeln.
Mundflora schon auch und dann eben auch für den Magen und für den Darm. Und wenn wir dann schon von innen jetzt nun entgiften, kann man natürlich mit Heilerde auch super von außen entgiften. Ich habe hier auch ein paar Heilerdemasken schon für euch gemacht. Die haben auch eine tolle Heilerdemaske. Bei der Heilerde, die Heilerde ist hier mit Aloe, das sind natürlich sowieso meine Lieblingszutaten. Ich zeige euch die mal, die ist so. Und wie ihr ja auch seht an dem Bild, trocknet die natürlich irgendwann. Das finde ich immer an der Heilerdemaske das Schwierige. Na, du trägst die auf und denkst dir, ach ja, schön. Und wenn du es dann abwaschen willst, dann tut es auch richtig ein bisschen weh, weil es so eingetrocknet ist. Und jetzt wollte ich euch hierzu meinen Tipp geben. Ich habe euch ja auch mal in meinem Badewannenvideo, dieses Salzbadewannenvideo, gezeigt, dass es von Jenschura, habe ich die, so eine Fließmaske gibt. Und die taucht man ja dann so ins Wasser. Man legt sich die so übers Gesicht, damit man eben auch hier im Gesicht, weil das ist ja nicht die ganze Zeit in dem Salzbadewasser drin, das Gesicht, dann würden wir ja uns überhaupt nicht mehr erholen können. Und jetzt mache ich die einfach nass, das zeige ich euch hier auch. Mach diese Maske drauf, mache diese Maske einfach nur nass und leg die da drauf. Und ihr habt gar kein Spannungsgefühl. Und die Heilerdemaske bleibt euch viel länger drauf. Es krümelt dann auch nicht. Ich finde, das ist immer so ein Nachteil an dieser Maske, wenn die dann so runterkrümelt. Und deshalb ist das ein ganz, ganz angenehmes Art und Weise zu entgiften von innen und von außen. Das wollte ich euch somit empfehlen. Ich schreibe euch alles in die Infobox und auch die Webseite, wenn ihr möchtet, von dieser Firma. Da könnt ihr gerne mal reingucken. Ich habe so viele verschiedene Masken ausprobiert. Und irgendwie war danach die Haut wirklich so richtig geklärt, so richtig rein. Und ich fühlte mich so richtig, richtig sauber. Also toll und trotzdem eben nicht trocken, weil auch die Aloe mit drin ist. Das heißt, ihr habt danach also wirklich ein sehr gutes und angenehmes Hautgefühl. Ja, das war es wieder mal hier von der Alternativ-Schönheits-Gesundheits-Ecke von Olala und Solala. Und egal für welches Produkt ihr euch entscheidet und egal was ihr macht, lasst euch nicht immer von der Vielfalt in die Irre führen, sondern schaut wirklich nach, kriegt ihr etwas heraus, wo ist die Firma, wo baut die Firma ab, welche Inhaltsstoffe sind drin und so, damit ihr euch einfach sicherer fühlen könnt. Und ich bin mir wirklich ziemlich sicher, dass ihr dann qualitative Unterschiede merken werdet. Das macht dann auch einfach mehr Spaß, weil man weiß dann wirklich, wenn man schon was macht, eine Kur, ob von innen oder eine Maske von außen, dass man sich dann auch eigentlich wirklich was Gutes tut. Das war Olala und Solala. Ich freue mich sehr, wenn ihr mich begleitet, wie immer, und meinen Tipps vielleicht auch ein Ohr schenkt. Und schaut doch mal auf Olala und Solala Instagram oder auch auf Olala und Solala Facebook. Darüber freue ich mich sehr. Und dann alles Gute, bis bald, eure Andrea. Tschüss! Gute Erde, keine Beschwerde. Schaut doch mal in dieses oder auch in dieses Video. Tschüss!